grüßt, hier ist Kay. Herzlich willkommen zum sportlichen Adventskalender, Tag 23. Ja, und morgen ist es dann auch schon vorbei. Morgen sehen wir uns nochmal. Morgen dann auch mit 3 Minuten, egal ob Weihnachten ist oder nicht. An jedem vierten Tag trainieren wir 3 Minuten, aber heute noch mit 1 Minute. Und ich hatte ja gestern schon angekündigt, dass es auch heute etwas Schönes für die Beine gibt. Und ja, ich weiß, du kannst es nicht mehr hören, aber auch das ist eine meiner Lieblingsübungen, weil ich liebe es, die Innenschenkel zu trainieren. Und alles, was du heute brauchst, ist ein Hocker. Also, oder eine Couch, oder ein Stuhl. Also es muss jetzt nicht unbedingt ein Hocker sein, wenn du keinen Hocker hast. Aber du brauchst irgendwas, was erhöht ist. Und ja, wie du siehst, habe ich meinen vergessen, den hole ich jetzt gleich mal. Und ja, diesen Hocker brauchen wir und ich zeige dir auch gleich, warum. So, ich habe mir meinen Hocker geholt und ich zeige dir jetzt einfach mal die Übung. Ich halte das mal ein bisschen schräg und zwar nimmst du den rechten Fuß auf den Hocker, stellst deine Zehen auf und jetzt hüpfst du erstmal so ein bisschen nach vorne, ja, dass du auch im Ausfallschritt drin bist. Den Oberkörper schön aufrichten, den Nabel nach innen ziehen. Gehen wir dann nach unten und wieder nach oben in die Streckung. Nach unten und nach oben in die Streckung. Und das ist schon die ganze Übung. Nach unten und nach oben. Du musst darauf achten, dass du nicht zu sehr nach vorne gehst, ja, dass das Knie über die Zehen geht. Also du willst nicht nach vorne. Du willst, wie bei den normalen Ausfallschritten auch, gerade nach unten gehen. Gut. Modifikation wäre heute die, wenn du sagst, oh, ich kann mein Bein da noch nicht mal oben halten, dass du zum einen die Arme zur Seite nimmst, einfach fürs Gleichgewicht, und dass du nicht so tief gehst. Wenn du selbst damit Probleme hast, dann gehst du heute in den normalen Ausfallschritt und gehst hier so ein bisschen tief und hoch. Genau, nach einer halben Minute logischerweise wechseln wir dann das Bein und ja, dann haben wir beide Beine bearbeitet. Gut, ich stelle den Timer. Du hast in der Zeit Zeit, dir einen Hocker, deine Couch, was auch immer zu suchen. Einfach, wo du den Fuß stabil aufstellen kannst. Du solltest auch darauf achten, dass der Stuhl oder der Hocker jetzt nicht unbedingt frei steht oder dass das Ding keine Rollen hat. Nicht, dass es nach hinten abhaut und du dann noch auf der Nase liegst, einen Tag vor Weihnachten. Das können wir nicht gebrauchen. Wir sehen uns gleich. Gut, so, es kann losgehen, wie gesagt, zuerst der rechte Fuß auf den Hocker, schön stabil. Und dann machst du so kleine Hüpfschritte nach vorne, dass du da einfach im Ausfallschritt bist. Und dass du vor allen Dingen die Gelegenheit hast, hier gerade nach unten zu gehen. Ja, dass dein Knie nicht so weit vorne ist. Dann finde ich meine Balance und du hoffentlich auch. Und wir legen los mit dem rechten Fuß auf dem Hocker. Schön tief gehen. Ausatmen, nach unten gehen, einatmen, in die Streckung gehen. Jawohl, letztes Mal. Und dann gehen wir in den Wechsel. Du setzt links auf und dann gehen wir hier tief. Und hoch. Oh, die letzten Sekunden schon. Wir machen natürlich 2 mehr, weil wir müssen ja den Wechsel mit einberechnen. Letztes Mal. Ja, und den Fuß nach unten nehmen und erstmal ausschütteln. Jawohl, super. Und wir haben es schon wieder geschafft. Jeweils 1/2 Minute pro Bein. Super Beinübung, sehr effektiv. Und alles, was du dazu brauchst, ist eben ein Hocker oder irgendeine erhöhte Ebene. Kann auch der Bettrahmen sein, das ist egal. Und ja, mit so einem Hocker oder wie gesagt, Bett oder Couch kann man noch ganz viele andere Übungen machen.
Mit so alltäglichen Dingen braucht man überhaupt kein großartiges Equipment dafür. Gut, aber wenn du jetzt die ganze Zeit schön mittrainiert hast, dann weißt du ja auch, ne? Jetzt haben wir 23 Tage lang trainiert und haben wirklich eine schöne Variation an Übungen gehabt. Prima, dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen zum großen Finale, Tag 24, wo wir wieder 3 Minuten miteinander trainieren. Weihnachten hin oder her, das ziehen wir morgen noch durch. Wäre schade drum. Und ja, dann würde ich sagen, genieß deinen Tag, genieß jede Sekunde, nimm dir Zeit für dich. Und wir sehen uns morgen an Tag 24. Mach es gut. Ciao. Hier ist Kay.